Ja, und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Panther aka Uli. Ein paar Tage später, als wir das vielleicht gewohnt sind. Ich versuche es ja immer wöchentlich einmal zu bringen, aber diesmal hat es mir die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gezogen. Aber okay, da wollen wir jetzt nicht jammern. Das Video ist jetzt da und ich hoffe, der eine oder andere freut sich, weil es geht nämlich weiter mit der Steampunk-Anlage. Und zwar, wie es hier steht, mit den Testfahrten und Wartungsschleife. Ich habe deswegen gerade ein bisschen gezögert, weil hier steht ja unten Test- und Wartungsschleife. Es geht natürlich um einen Test, einen Fahrtest und eine Wartungsschleife. Natürlich auch die Wartungsschleife, eine Testschleife. Deswegen das Ganze ein bisschen jetzt verwirrend für mich gewesen, weil beides wäre ja richtig gewesen. Okay, bevor wir jetzt da zu diesem Thema jetzt allgemein kommen, geht es natürlich nahtlos weiter, wo wir in der Folge 13 aufgehört haben. Da hatte ich ja den Schrankwendel, schrägstrich den Gleiswendel fertig gemacht, habe den Schrank eingesetzt und jetzt geht es natürlich ans Anbauen des Ganzen. Jetzt kommt der untere, die untere Aus- oder Einfahrt, ist ja egal, ist ja beides, wird jetzt angeschlossen. Hier mache ich natürlich wieder so, dass ich die Stromanschlüsse außen gleich ansetze und nicht unten. Dafür ist ja auch nicht besonders erforderlich. Ich habe das nachher auch noch, diese Stellen, die wir jetzt hier sehen, mit den zwei Kabeln nach oben, zwei Kabel nach unten oder hier das, da habe ich nachher Pappstreifen. Ich glaube, das sieht man gar nicht im Video. Aber ist egal. So Pappstreifen, die sind dann wie kleine Flügelchen, wo die Kabel weggehalten werden von den Gleisen. Das heißt, die Kabel sitzen ungefähr dann so einen Zentimeter neben dem Gleis, weggehalten über so kleine Pappstreifen. Vielleicht mache ich mal ein Bild von oder so. Aber ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen. Hat den Vorteil, dass ich das Gleis auch nur mit diesen Pappstreifen festgemacht habe oder festmachen werde. Das heißt, ich werde es nicht direkt ankleben. Das kann ruhig ein kleines bisschen flexibel da im Schrank sein oder auf der Durchfahrt vom Schrank zur Schrankteilplatte, wie auch immer. Und ja, dann ist hier sieht man, ich habe das alles in einem Stück übrigens zusammengelötet. Ich habe das also am Wendel, der ja hier hinten steht, habe ich das angebracht. War schon so ein kleiner Schlängel drinnen mit. Das war aber baubedingt nicht anders machbar, deswegen habe ich das getan. Auch oben, hier bis zu dieser Stelle, habe ich alles abmachen müssen. Das ist ein bisschen unscharf, aber wir sehen es da hinten. Da oben habe ich alles abgemacht. Ich habe die komplette Strecke da oben, das was hier im Grunde genommen anfängt, was wir hier oben sehen, was da durch den Schrank durchgeht, bis zu dem, wo eben die Klemme war. Und die Zwinge, bis dahin habe ich alles abgebaut, habe alles neu verlötet, habe also praktisch alles neu miteinander verbunden, um diese Übergänge so flüssig wie möglich irgendwo zu gestalten, ohne dass es Probleme gibt. Hier oben rechts sehen wir, wie das frische Gleis da rauskommt. Jetzt kam natürlich die ganze Einstellgeschichte, die Höhen und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt nicht einzeln aufgenommen. Hier sehen wir jetzt die Testfahrt. Das heißt, ich habe hier meine BA216, die wir ja neulich gereinigt haben, oder ich besser gesagt, habe ein Video dazu gemacht, oder zwei besser gesagt. Und die hat einen Reinigungswaggon hinten dran. Den habe ich noch mit kleinen Schrauben befüllt, damit er ein bisschen schwerer ist. Die Dinger sind ja eh schon schwer, habe aber jetzt hier noch Schrauben drauf gesetzt, damit das Ganze noch ein bisschen, ja, ich sag mal, effektvoller gereinigt irgendwo. Mir ging es ja darum, meine Bahn ist ja nach beiden Seiten, aber da kommen wir nachher noch drauf. Jetzt gucken wir uns erstmal das Ganze an und das, was wir jetzt sehen, das habe ich übrigens auch schon mit einem Zug mit der gleichen Lok gemacht, wo 9 Waggons hinten dran hingen. Das heißt, die BA216 ist mit 9 Waggons diese Strecke gefahren, die wir jetzt fahren werden. Das heißt, diesen 17 cm Höhenunterschied, den wir gleich nachher sehen werden, in diesem Wendel drin, habe ich alles mit 9 Waggons, also hier das Ganze hoch und runter mit 9 Waggons gemacht, lief problemlos. Hat mich echt gefreut, weil es ist ja doch eine mächtige Steigung hier drin. Ich wollte es ja eigentlich ein bisschen enger noch haben, nach oben hin, habe aber festgestellt, aufgrund der Querspannen, wo das also aufgeschraubt ist, dann liegen die Kabel drunter, dann habe ich die Lämpchen mit eingebaut. Das war mir alles zu knapp und ich habe keine Lust, dass mir da irgendwo ständig ein Waggon oben hängen bleibt da. Hier sehe ich gerade, ist auch so eine Lampe ab hier, ne, hier vorne.
die Musik noch, oder habe ich auch wahrscheinlich dann noch festgeklebt, die ist also nicht mehr lose, wenn ich jetzt reingucke. So, hier fahren wir jetzt unten raus. Wir haben jetzt die 17 cm überwunden. Jetzt kommen wir an der Strecke unten raus, wo es später in den, ich sag mal, was ich mal als Idee hatte, in diesen U-Bahn-Stationen reingehen soll. Das ist natürlich noch Geschichte, was weiß ich, Folge 100 irgendwann mal, oder ich weiß es echt nicht, ist ja egal. Und jetzt fahren wir die Strecke wieder hoch mit diesem durchaus gut beladenen Reinigungswaggon. Hier, das sind die LEDs, die so ein bisschen flimmern, da muss ich mich entschuldigen für, das kannst du halt nicht verhindern. Jetzt von weiter oben ist es besser, wenn das nicht direkt in die Kamera reingeht. Und wir sehen, die zieht das ganz smart da hoch, das ist überhaupt kein Problem. Und das entspricht ungefähr dem, was ich vorher mit den neuen Waggons gemacht habe. Ich hätte es vielleicht auch mit 10 oder 11 probieren können, aber erstens werde ich das nie fahren, weil ich brauche solche Langzüge nicht, ich mag solche Langzüge nicht. Es soll ja das Thema Steampunk später aufgegriffen werden, oder soll ja das Thema der Bahn, ist es ja. Und da werde ich keine so langen Züge haben. Da wird ein Schienenbus fahren, da wird das fahren, da werden kleine Dampfloks fahren, da werden die Dieselloks fahren, die so ein bisschen umgebaut werden sollen, in diese Steampunk-Ära reinpassen sollen. Das wird eine reine Fantasiegeschichte, das wisst ihr ja, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und ja, jetzt sind wir im Grunde genommen oben schon wieder auf der Strecke. Und wir gehen ja immer noch hoch. Es geht ja hier immer noch berghoch. Bis zu dieser Weiche hier hinten. Erst jetzt sind wir in der Waagerechten angekommen. Das sind irgendwas so bei, auf dieser Strecke, weiß ich nicht, 20, 22 cm haben wir jetzt hinter uns gebracht. Jetzt sind wir oben, wo die Fabrik später hinkommen soll. Wo die beiden Gleise hier rechts aufeinandertreffen, wo wir jetzt über die Weiche hinten fahren. Läuft super sauber. Also mir war ja auch wichtig, deswegen der Reinigungswaggon hinten dran, dass die Züge hier oben wirklich sauber laufen können. Das heißt, die müssen stehen bleiben, die müssen langsam losfahren können. Deswegen habe ich mir das Ganze, wir sehen hier, wir fahren ja jetzt schon wieder runter. Es ist ja jetzt im Grunde genommen eine geschlossene Strecke geworden. Und die geschlossene Strecke ist geworden. Hat der Waggon verloren, habt ihr das gesehen in der Mitte? Da war irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ja, hier sehen wir nochmal ein Bild von dem Wendel, wie er aufgebaut ist, wie das reingebaut worden ist. Ich denke mal, das lässt sich durchaus sehen. Das Licht ist schön hell, das kann ich dimmen, das kann ich dunkler machen. Jetzt sind wir in einem hellen Modus drin, das kann ich also auch auf ungefähr 20% weniger machen. Hier kommen wir jetzt mal zu der Wartungsschleife, von der ich gesprochen habe. Wir haben sie ja eben schon gesehen, im Betrieb, nämlich unten als Ausfahrt. Und hier habe ich an jedem Gleisstoß ist Strom angeschlossen, wie man das hier so schön sehen kann. Das war mir wichtig, um alle möglichen, das kommt ja später sowieso noch zum Sprechen, um alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen. Das ist der Fuß, den ich dazu gebaut habe, da kann man das ein bisschen einstellen, dass es so halbwegs gerade steht. Hier ist das Kehrschleifenmodul für den digitalen Betrieb, was ich eingebaut habe. Und hier ist eine Weiche. Eine alte, kaputte, will ich mal fast sagen, wo ich nämlich keinen Antrieb mehr ranbauen kann, weil mir da so ein kleiner Plastiknibbel weggebrochen ist vorne. Ja, nun hat die Weiche noch eine Aufgabe und das funktioniert prächtig, kann ich euch sagen. Der Zug fährt ja drüber, stellt die Weiche, beziehungsweise geht in die rein und wenn er wieder zurückkommt, dann drückt er ja die Weichenzunge auf die andere Seite. Da bleibt die ganz brav stehen, bis der Zug wiederkommt. Und dann fährt er halt andersrum im Kreisel rein. Also das ist wirklich ganz prächtig. Ich habe erst meine Sorgen gehabt, denke, wer weiß, dann stellt das nicht richtig, dann steht die Weichenzunge nicht richtig an. Also, nö, das läuft super. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte erst, ich muss da mit kleinen Federn arbeiten oder irgend sowas. Hier sind wir oben links auf dem Bahnhof, der da entstehen soll. Das ist ja wie so eine Art Sackbahnhof, Kopfbahnhof. Und da kann ich auch diesen Wartungsschleifendingens da, was ich gebaut habe, ansetzen. Ja, den habe ich jetzt unten praktisch abgemacht und bin jetzt oben an einen von den drei Gleisen rangegangen. Das hat auch wieder den Grund, jetzt kommen wir wieder hier hinten rechts an dem Fabrikgelände vorbei. Auch hier ist ja ein Kehrschleifenmodul eingebaut. Jetzt fahre ich da hinten rum. Innenlang, jetzt sehen wir gleich, da ist das Kehrschleifenmodul oben fest geklipst und dann fahren wir hier unten wieder raus. Auf die Weichensteuerung da oben kommen wir gleich zu sprechen, kommen wir noch zu sprechen, wie ich das gelöst habe, das ist nämlich ein ganz anderes Thema. Mir war hier zum Beispiel wichtig, dass ich mit diesem Wartungsmodul, mit diesen ganzen Dingens hier, dass ich durch die Brücke immer fahren kann, mit einem Reinigungswaggon. Wenn das nur so ein Kopfbahnhof da oben wird,
dann ist das schlecht. Dann kannst du ja bloß reinigen, wenn du mal bis hier hinterfährst, stehen bleibst und wieder rausfährst, was vielleicht so oft gar nicht vorkommt. Und in diesen Brücken, das werdet ihr alle selber wissen, kann man ja ganz schlecht die Gleise reinigen. Da kannst du ja nicht aufdrücken, bis zum geht nicht mehr, weil dann haust du hier oben die Brücke kaputt. Die sind ja so klein und zart alles, das bringt überhaupt nichts. Und deswegen die Variante, die wir jetzt gerade gemacht haben, hier sehen wir schon, wie das mit dem funktionieren wird. Aber da komme ich im nächsten Video nochmal separat zu sprechen, wie wir das machen wollen. Und hier sehen wir, dass das Ganze auch schön durchfährt. An der Lok haben wir ganz vorne gleich gesehen, dass da in den Scheiben, sieht aus wie so ein bisschen, ich sag mal, Knete, wenn man genau hinguckt, das ist die Wolfram-Knete, passt, wie auch immer, dass die Lok schwerer wird. Komme ich auch noch drauf. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wer genau hinguckt, ist die beiden vorderen Fenster oben. Ja, also damit ist die Lok nochmal um einige Gramm schwerer geworden. Was ich jetzt nicht unwichtig finde, dass die natürlich die Haftung entsprechend halten kann. Ja, das ist jetzt praktisch die rechte Brücke. Dann kommen wir gleich nochmal mit einem paar Sekunden Aufnahme noch auf die linke Brücke oben zu sprechen. Und wir sehen, dass die Anlage im Grunde genommen wirklich super glatt läuft. Also das war mir persönlich immer wichtig, weil das habe ich von Anfang an versucht immer reinzubringen. Ich mag nicht diese Unterbrecher, diese Ruckler, deswegen habe ich auch mittlerweile an jedem Stoß ist hier irgendwo ein Stromversorgung an. Die sind meistens da gar nicht dran. Also 80% der Stromversorgung liegt überhaupt noch nicht an. Da hängen die Kabel alle noch locker runter. Jetzt sehen wir, ich fahre den hinteren Teil der Brücke ab. Hier habe ich ein bisschen Gas gegeben, das Ganze mal ein bisschen zu festen. Jetzt habe ich den Wendel sozusagen oben links an das äußerste Gleis angebracht. Und jetzt nehmen wir die ganze Strecke mit und der kleine Waggon hier, der kann seine Arbeit tun. Da kommt noch ein zweiter wahrscheinlich dazu, dass ich es ein bisschen besser reinigen kann. Ja, und ich denke mal, mit diesen Bildern werde ich mich erstmal verabschieden. Ich danke dir fürs Zuschauen. Hast du mich nicht abonniert? Mach's doch bitte. Es macht doch einfach Spaß, wenn die Leute sich dafür interessieren, sich das anschauen wollen. Ansonsten genug der Bettelei. Macht's schön gut. Dein Aquapinter aka Uli. Tschüss.